So, Leutis, und da sind wir wieder bei Let's Play Attack on Titan Wings of Freedom. Im letzten Part haben wir eine Nebenmission gemacht, sowie die Hauptmission Ilses Notizbuch angefangen, mit Levi zusammen. Und ja, hier haben wir jetzt noch einen kleinen Text. Ein Notizbuch, das von Ilse Langner hinterlassen wurde, einer Soldatin des Aufklärungstrupps. Sie starb bei der 34. Expedition jenseits der Mauern. Das Buch enthält eine detaillierte Beschreibung ihrer Begegnung mit einem Titan, bis zum Moment ihres Todes. Den Notizen zufolge war sie und der Titan in der Lage, einander zu verstehen. Aber die Authentizität der Notizen ist ungewiss. Okay. Ilse Langners Notizbuch. Zweifellos ein bedeutender Fund. Absolut. Oh, wir müssen wieder mit allen quatschen. Warum denn? Hallo. Ilse Langner nutzte ihre letzten Momente, um zum Wohle der Menschheit Informationen über den Titan aufzuzeichnen, auf den sie getroffen war. Sie war eine hervorragende Aufklärerin. Ja, dank ihrer Bemühungen haben wir jetzt wichtige Informationen in den Händen. Ihre Leistung wird zur Revolution der Menschheit beitragen. Na, jetzt tu ihr nicht zu hoch pokern. Wenn man dem Notizbuch Glauben schenken darf, gibt es intelligente Titanen. Was hältst du davon, Levi? Ich glaube kaum, dass jemand seine letzten Momente darauf verschwenden würde, Unsinn zu schreiben. Und wenn es kein Quatsch ist, dann gibt es intelligente Titanen. Ja, das denke ich auch. Das Notizbuch ist faszinierend, nicht wahr? Absolut. So, wir könnten mir eine Nebenmission machen. Oder direkt zur Hauptmission gehen. Ah, sehen wir, wir können auch sprinten, dann sind wir ein bisschen schneller. Ich würde sagen, wir reden jetzt nur noch mit den interessanten Personen. Sprich, ihm hier, den lieben Günther. Der Gesichtsausdruck des Titanen änderte sich und nahm eine respektvolle Haltung ein. Das hat Ilse geschrieben. Es handelte sich wohl kaum um einen gewöhnlichen Abnorm. Es gibt intelligente Titanen. Ich schätze, sollten wir die Sache verstehen. Ja, scheint so. Es ist trotzdem unglaublich. Ja, das stimmt. So, wir werden jetzt nochmal gucken, wo ist Petra denn hin? Das wird Hanji sein. Ja, das wird Hanji sein. Hanji ist wie berauscht, seit wir das Notizbuch gefunden haben. Ich hoffe, sie fixiert sich nicht zu sehr darauf. Sich von so einer Spinnerin herumschubsen zu lassen. Du tust mir leid, Moblet. Ja, dem Rest der Spezialeinheit geht das nicht anders. Tut mir leid, Kommandant. Ich wollte keinen Ärger machen. Hast du aber schon. Du Arsch. Auro. Abteilungsführerin Hanji handelt völlig unangemessen. Sie hat uns in ihre Operation eingebunden, ohne Absprache zu halten. Hanji hat noch nie Vernunft verwalten lassen, wenn es um Titan geht. Kommandant, bitte, du musst etwas unternehmen. Ja, ich versuch's ja. So, die gute Petra finden wir anscheinend gerade nicht. Die scheint nicht anwesend zu sein. Sonst haben wir eigentlich mit jedem außer mit dir noch, Eldo. Ich habe gehört, dass es der Einheit beim letzten Versuch endlich gelang, einen Titan zu fangen. Es kostete allerdings viele Soldaten das Leben. Hanji scheint wieder irgendetwas Teuflisches im Schilde zu führen. Es müsste schon ein phänomenaler Plan sein, wenn Erwin ihn erlaubt. Sie gibt immer noch nicht auf, was? Was denkst du, Hanji? Gut, also Petra finden wir gerade nicht. Die ist gerade wahrscheinlich auf dem Klo oder so. Dann würde ich sagen, machen wir eine Nebenmission. Warum nicht? Können wir ja mal machen. So, komm mal her. Hallo. Wir möchten gern... Das hatten wir doch schon, oder? Ah, nee. Oh, es sind ganz viele neue da. Okay, warte mal. Wände fallen, um die zurückzuschlagen. Oh, sind das viele. Wisst ihr was? Das werden wir demnächst machen. Ich dachte, es wäre jetzt nur eine da. Weil das sind ja quasi immer so, schon bekannte Gebiete und dann einfach quasi so ein paar Missionen. Wir machen jetzt erstmal die Hauptstory ein bisschen weiter und gucken dann weiter bei den Nebenmissionen. Das werden wir aber auf jeden Fall auch noch machen. Endlich läuft alles rund. Solange ich das hier habe, kann selbst Erwin meine Idee nicht zurückweisen, einen Titan zu fangen. Hey Hanji, was redest du da vor dich hin? Komm und schau selbst, Levi. Ich glaube, ich sollte dich besser begleiten, okay. Das wird lustig. Waffe zur Fixierung spezieller Zielobjekte. Eine Waffe der Aufklärungstrupps, die neu entwickelt wurde, um bestimmte Titanen zu fangen. In den Läufen befinden sich 7 Metallrohre mit Wendeldraht gefüllt.
An beiden Drahtenden sind Spitzen befestigt, die aus beiden Seiten der Rohre herausschießen. Dabei soll eine Spitze einen Titan treffen und die andere Spitze sich in einen Baumstamm bohren. Wenn diese Spitzen aus mehreren Richtungen abgeschossen werden, kann das Ziel bewegungsunfähig gemacht werden. Clever! これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど。よく考えたな。でしょ？そうでしょ？じゃあ、いいよね。巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね。そうだな。構わない。作戦の許可を出そう。 Angie hat begonnen, ohne auf die Gruppe von Levi zu warten. Na super. Sprich, wir müssen wieder quasi hinterher. Auch Pferdchen, sag mal ein bisschen schneller. Ich versuche mir ja schon zu Hanji zu bewegen. Es dauert noch ein bisschen. Hier, Ersche. Ah, was? Was? Warum denn jetzt? Und warum sind hier überhaupt Leute? Ihr sollt nicht draußen kämpfen gerade, oder? Warum seid ihr nicht im Lager? Da, wo ihr hingehört. Ja, wir retten dich, keine Sorge. Was schreit denn da? Hat denn da wer geschrien? Ist jemand gestorben? Ich glaub doch nicht, oder? Ich hab doch geholfen. Pferdchen! Na also. Dass ich das nicht rufen kann, ne? Ist ein bisschen nervig. So, retten wir dich auch noch. Oh, die Gebiete sind aber so cool gemacht, ne? Komm. Ja, ich weiß, dass ich nicht auf den Teil fixiert war. Ach, eigentlich hätte ich gerne die Materialien, ne? So, komm, eine Materialie. Den wollte ich gar nicht kaputt machen, aber gut. Ich verbrauche immer zu viel Gas. Ich sollte aufhören, bei normalen Titanen so viel Gas zu verbrauchen. Komm, wir sie an. Das wird mich hier nichts bringen, so. Zack, das reicht ja auch quasi so. Wir können auch so genug Schaden machen. Und das verbraucht halt nicht ganz so viel Gas. Komm schon. Was bist du denn hier für einer? Warum bist du... Wo willst du hin? Ah, sterb einfach. Sterb. Bye, 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 bye. Okay, ich habe irgendeine Belohnung erhalten, ich weiß nicht was. Pferdchen! Pferdchen! Na also. So, und dann bitte ausschwärmen, so. Ich weiß nicht, wie schnell ich halt zu Hanji muss. Aber wir wollen hier natürlich auch ein bisschen was machen. Zack, und... Na, du brauchst gar nicht versuchen, mich zu bekommen. Und zack. Und dann dich bitte. Ja, lauf ruhig gegen das Haus. Das machst du super. Okay, gut. Du bist auch gerettet. Pferdchen, wo bist du? Komm her. Ach, da. Och, Mann. Ich weiß nie, was mein Pferd ist. So, und jetzt auf zu Hanji. Ja, sind da alle gefallen, okay. Man merkt da, ne, da fallen einige. Heißt, wir müssen jetzt relativ flott zu Hanji rüber. Was leuchtet da? Was ist das? Ah, keine Ahnung. Na, komm. So, großer Titan wurde von Hanji gefangen. Was? Wie hat sie das denn gemacht? Hanji, warte,
Wo ist sie denn? Ist sie das hier? Ist das der Titan, den sie fangen will? Ich weiß es nicht. Der sieht aber sehr eklig aus. Wir können immer noch ein Kind fangen, ne? Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Soll ich jetzt die Titanen besiegen oder nicht? Ja, ich wollte auch... Na, du dumme Sau. Oh, anstatt dass meine Teammitglieder mir helfen, dass sie schwirren einfach nur hin und her. Yes, das hat doch gezählt als... So, ich brauche Gas und ich brauche Klingen. Los, füll auf, füll auf, füll auf. So, hier sind ja diese Fallen, ne? Also hier müssten wir an sich ja nur irgendeinen hinlocken. Irgendeinen Titan. Aber ich weiß nicht wie. Wie wir den da hinlocken wollen. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt wirklich einen fangen müssen. Weil, ne, die hatten ja gesagt irgendwie, ja, nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. Guck mal, da ist Hanji. So. Hier sind die Fallen, was mir aufgebaut. Kanone besteigen. Ach so. Hä? X schießen. Okay. Ah, okay. Hier können wir auch noch ein paar Titanen besiegen mit. Treffe ich den so? Ne, wahrscheinlich nicht. Ah, ne. Okay, hier sind aber auch keine Titanen mehr, oder? Da ist noch einer. Komm schon. Yes, okay. Dann mal weg da. Los, geh raus da. Geh raus. Okay, jetzt können wir die Falle anscheinend aufstellen. Aber da hinten sind noch Titanen. Das ärgert mich ein bisschen. Wir sollen jetzt eh wieder nach da oben. Warum sollen wir denn jetzt wieder nach da oben? Hier stehen doch die Fallen. Wie hast du die bitte im Norden jetzt gesehen? Ups. Shit. Das war keine Absicht. Zack. Zack. So, sind die Titanen auch schon mal erledigt? Müssten alle hier gewesen sein. So, ich brauche mein Pferd. Pferdchen? Komm her. Okay. Okay, so, wir sollen nach Norden. Aber erstmal gehen wir dorthin, denn da braucht jemand unsere Hilfe. Zwei Titanen, ey. Auro schon wieder. Zack und... Oh fuck, ich dachte schon, ich treffe nicht. Komm, dreh dich. Zack und... Zack. Sehr schön. Ja, man muss sich einfach nur beeilen, dann können die nicht so schnell weg, die Titanen. Dann kann man das eigentlich relativ gut schaffen. Das hoffe ich doch, dass du immer an meiner Seite kämpfen wirst. Aber jetzt sollten wir erstmal zu Hanji. Wie kommen wir da am besten hin? Hier angeblich kann man irgendwo lang. Nee. Nee, aber hier. Da scheint irgendwie ein Weg zu sein. Können wir den nehmen? Sieht so aus, ja. Sehr gut. Und schnell, 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 schnell. Wir haben auch alle Missionen gemacht, das ist schon mal gut. Hier. Die sind aber nicht klein, Hanji. Die sind aber erst recht nicht wirklich klein. Ich weiß halt auch nicht, ob ich sie besiegen soll. Ah, sie meint bestimmt den Kleinen da vorne. Ach komm! Helft mir doch, ihr dummen Wichser! Das kriegst du wieder. Locke die Titanen in die Falle. Drücke, um einen Titan in die Nähe zu einem Angriff zu produzieren. Diese Aktion provozieren. Mit dieser Aktion kannst du einen Titan dazu bewegen, dir zu folgen. Was ist das denn für eine Taste? Was ist das für eine Taste? Ich weiß nicht, was das für eine Taste ist. Nee, das wird's ja nicht sein.
Ich weiß nicht, welche Attacke das ist. Aber es ist keine von den Tasten hier, die ich besitze. Oh, ist es die? Ist es die? Kann es sein? Okay. Ich glaube, es ist... Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, welche Taste es ist. Okay, es wird die sein. Okay, ja. Die Taste wird sein. So, wo ist denn die Falle? Wo ist die Falle? Wo ist die Falle? Nein! Du dummes Ding. Und ihr sollt sie nicht besiegen. Ihr sollt sie zur Falle bringen. Wo auch immer die Falle ist, ich weiß gerade nicht. Wo die Falle halt ist. Wo steht die Falle denn? Hä, wo ist die Falle? Hier, da irgendwo drin, in den dünnen Gängen? Habe ich sie hier irgendwo verpasst? Nee. Wir nehmen erstmal ein Heilungsding. Also hier ist die nirgendwo. Okay, die Titan in die Falle. Ach, warte, ich muss ihn bis da hinten hinbringen? Ernsthaft? Okay, ich habe schon verstanden. Ja, okay, das hat schon mal gut geklappt. Komm, befrei dich. Ja, komm her. Komm her. Komm her, komm her. Ich muss ihn jetzt tatsächlich bis da unten hinbringen, ne? Oh mein Gott. Und ich weiß halt nicht, ob ich locke die Titanen vor allem. Also zwei anscheinend. Na, und jetzt haben wir nur einen hier. Von daher müssen wir jetzt echt gucken, dass wir den anderen jetzt noch irgendwie... Komm, ich kümmere mich noch, dass wir den anderen bekommen. Schnell, 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 bevor der andere wieder herkommt. Schnell. Komm her. Oh Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Yes, sehr schön. Komm her. Du dumme Sau. Warum nicht? Der andere Titan kommt gleich wieder her, wenn es so weitergeht. Der will nicht. Warum will der nicht? Muss ich ihn erst... Kämpfe ich gegen den... Ja, ich weiß! Aber er will ja nicht. Jetzt will er anscheinend. Komm her. Okay, also anscheinend sollen wir wirklich den fangen. Jetzt hat er keinen Bock mehr, oder wie? Sieh mal, jetzt hat er keinen Bock mehr. Es geht einfach nicht. Wahrscheinlich, weil der andere schon... Weil wir den anderen schon im Visier haben oder so. Ich weiß nicht. Den hier halt. Wir nehmen den. Weil der funktioniert besser. Hallo, bleib doch hier! Ach, was ist das für eine Scheiße? Muss ich vielleicht ohne Pferd? Funktioniert das besser? Ja, ich habe nicht vor, gegen den zu kämpfen. Komm her. Komm doch her. Ja, komm, wir machen das jetzt ohne Pferd. Na, no, fuck you. Fuck you. So, komm her. Komm her. Och, dauert das lange. Dauert das lange. Okay, okay, okay. Einfach rennen, rennen, rennen. Ich weiß zwar nicht, immer noch nicht, wohin wir rennen, aber ich sehe auch nichts mehr. Hier sind wir falsch. Ah, da lang. Okay, komm her. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, komm. Beweg dich, beweg dich!
Ah. Okay, okay, bin fast da. Nein. Ich konnte nichts mehr sehen. Ah. So, komm her, dummer Titan. Komm her. Wir sind fast da. Jetzt komm her. Ja, komm her. Ja. Okay, haben wir ihn? Jetzt kommt gleich... Er war zu groß. Nein, wir haben ihn. Mittlere Abnummer wurde erfolgreich gefangen. Oh mein Gott. Das war anstrengend. Richtig. Was ist noch ein Fang? Nein, ne? Oh, ernsthaft, wir sollen noch den nächsten. Und ein Rauchsignal, na super. Geil. Na gut. Oh, das Fangen ist echt kacke. Ja, komm, wir retten dich mal eben, Günther. Güntherlein. So. Oder wer auch immer da gerade gefangen worden ist. Falscher Arm, aber er ist trotzdem befreit. Okay, sehr gut. Und zack. Bye, bye. So, aber jetzt müssen wir echt wieder zu dem anderen Titan hin. Und den kleinen Titan dahin bekommen. Wo ist denn der kleine Titan? Ach, da. Okay. Hi. Na? Oh nein! Komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Du willst es doch auch. Ja, du willst es auch. Guck mal, der rennt jetzt. Jetzt geht's. Jetzt geht's, seltsamerweise. Nur gerade eben war es irgendwie total schwierig. Da sollen wir hin, okay. Na, komm her. Komm her. Arschiger Titan. Beweg dich, hier bin ich. Hi. Wo rennt der denn jetzt? Der rennt von ganz allein in die Falle, oder? Nee. Oh, da ist sie. Jetzt! Haben wir ihn? Haben wir ihn, haben wir ihn, haben wir ihn? Yes, wir haben zwei Stück gefangen. Einen kleinen und einen mittleren Abnorm. Gott, ist das anstrengend. Das ist echt nicht leicht. Hi. Ich reite auf deinen Kopf rum. Was? Jetzt müssen wir noch Titanen besiegen? Wir müssen sie beschützen? Oh Gott. Zack. Und zack. Okay. Wir müssen die Titanen beschützen. Aber ich weiß halt nicht, wo überall Titanen sind, weil die Karte ja so ultra mini klein gerade ist. Zack, sehr schön. So, wir haben quasi hier einmal einen gefangen. Und da oben, ne? Von daher müssen wir die Titanen wahrscheinlich einfach besiegen. Komm. Zack. Und zack. Und jetzt dich. Und zack. Also so langsam kriegt man das Kämpfen halt wirklich raus. Und das macht immer noch Spaß, letztendlich. Es ist nicht irgendwie, dass es langweiliger wurde oder sowas. Es ist immer noch genauso interessant wie vorher. Ich habe bloß kein Gas mehr. Das ist etwas scheiße.
Weil dadurch kriege ich halt nicht den Haken weit oben genug. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, wir setzen jetzt das hier ein. Zack, 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 zack. Jetzt habe ich nämlich auch wieder Gas. Und kann die Dinger. 2000! 2000, ich sag's euch. Sterb. Du kommst mir zu nah an dem Titan ran. Du musst auch noch hier gucken, ne? Weil da ist auch noch irgendwo ein Titan. Ah, ne, das ist. Ach so, das ist der. Okay. Ich könnte auch die Kanonen an sich benutzen, aber da habe ich Angst, dass ich aus Versehen die falschen treffe. Da ist noch einer, den werden wir besiegen. Der hat Probleme mit einem Versorgungstypen. Es wäre sogar ideal, wenn wir den besiegen, weil dann haben wir hier wieder einen Versorgungstyp. Da oben. Da komm, gib mir auffüllen. So. Gas bitte einmal. So, das müssten auch alle gewesen sein, oder? So langsam. Alle Aufkommenden zumindest, die jetzt in der Nähe der Falle waren. Das müssten eigentlich alle gewesen sein. Ja, also hier sind keine mehr. Hm. Welche soll ich denn jetzt noch besiegen? Den da oben jetzt etwa? Wirklich? Weil das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil der ist ja total weit weg. Aber gut. Dann besiegen wir den eben auch. Oder die. Das sind ja mehrere anscheinend. Da ist noch ein alleiniges Pferd. Steht einfach mal so rum. Zack. Und. Zack. Und. Zack. Sehr schön. 2352. Wir werden auch immer stärker. So, die Anzahl der Titanen hat abgenommen. Sehr schön. So, jetzt kommt wahrscheinlich letzte. Ja, war klar. Zeit für Finale. Blablabla. Finale. Unterwerfung. Wieder dieselbe Animation gerade wie gerade eben, glaube ich. Das war genau dasselbe. Obwohl, nee, anderes Gesicht. Okay, wo ist der denn hin? Einmal da oben, einmal da unten. Okay. Okay, wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen jetzt ein bisschen... Wie bitte? Ach, Defensivkram, ne? Ja, jetzt müssen wir erst... Wir müssen jetzt erst das hier machen. Komm schon. Auf geht's. Wir müssen jetzt schnell sein. Ich weiß halt nicht, ob jetzt der zweite auch da hinten schon ist, weil der soll natürlich auch nicht unbedingt die anderen Titanen angreifen. Ob wir den jetzt erstmal zur Dings locken sollten. Ich denke schon. Also wir werden gleich mal hingehen, sobald wir den ersten Arm hier weg haben. Zack und zack. So, und werden jetzt mal hingehen. Zack, 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 zack. Da bitte lang, da bitte lang. Erstmal gucken, ob es den anderen Titanen gut geht. Weil da sind, glaube ich, zwei große Titanen erschienen. Genau, da ist auch noch einer. Ah, ne, es ist derselbe, oder? Okay, ich konnte seinen rechten Arm etwas... Lass los. Okay, wo sind denn unsere? So, ist da noch irgendwo ein großer Titan? Nee. Da sind unsere Einsatztypen. Okay, gut. Also sind es diese beiden hier. Sehr schön. Dann machen wir sie fertig. Ja, du brauchst gar nicht da in die Nähe gehen. Ach, komm schon. Nein. Bleib hier. Ach, na also. Einmal Schaden. Nochmal. Nochmal. Und nochmal. Ach, komm schon. Was? Klingen sind beschädigt. Na super. Ach komm, geh weg da. Klingen, ich brauch Klingen, ich brauch Klingen, ich brauch Klingen. Schnell, 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 schnell. Okay, okay, okay. Gut, wir schaffen das. Kein Problem. Sehr schön. Oh nein! Das wird wieder ein langer Part. Ich merk's jetzt schon. Ah, den rechten Arm haben wir fast. Den haben wir fast, den haben wir fast, den haben wir fast. Ach, spring weg da. Nein, ich bin doch weggesprungen. Ich bin weggesprungen. Ach. Können wir jetzt endlich mal den Arm besiegen? Das wäre echt schön. So oft, wie der mich jetzt schon gefangen hat, ist das echt nervig, ne? Also. Ah, nein. Einmal hier bitte. Zack. Der andere ist ja zum Glück noch woanders, ne? Ja, ich glaube, der andere Titan ist immer noch da oben. Ach, wo bin ich denn immer?
dass das immer passiert. Zack und Zack und Zack und ach, ich brauch Gas, ne? Aber ich hab halt jetzt gerade kein Gas, ne? Da kann ich jetzt auch schlecht was gegen machen. So, jetzt können wir aber zum Nacken. Sehr schön. Und er hat keine Arme mehr. Heißt, er kann uns zumindest nicht mehr. Er kann uns zumindest nicht mehr in, die Hand nehmen. Von daher sollte das jetzt kein Problem mehr sein, auch ohne Gas. So, immer schön ein bisschen Geschwindigkeit. Und dann immer schön auf den Nacken. So, der andere kommt aber langsam auch raus. Wir sollten aufpassen. Da ist er schon. So, da hatten. Der wird sich wahrscheinlich wieder komplett regeneriert haben. Gehe ich von aus. Ja, komm her. So, auf die Arme. Aber muss sagen, es wird echt schwerer. So, die konzentrieren sich alles auf den linken Arm. Sehr schön. Die sollen den mal schön ein bisschen schwächen. Ja, die machen halt weniger Schaden als ich, ne? Aber auch nicht, auch gar nicht mal so wenig an sich, ne? Es wäre gut, wenn wir, ja, rechten Arm, genau. Wenn wir mal wieder dieses Kommando hätten, ne? Aber das füllt sich irgendwie total langsam auf. Ich weiß nicht warum. So, es ist sein Arm fast weg. Komm schon, tötet ihn, macht ihn fertig. Es kann sein, dass ich immer den letzten Schlag machen muss. Habe ich das Gefühl. Dass die den letzten Schlag nicht machen. Von Arm oder Bein oder ähnliches. Kommt mir irgendwie immer so vor. Ich brauche neue Klingen. Aber egal. Wir haben ihn besiegt. Pferdchen. Pferdchen, wo bist du? Bist du das? Pferdchen? Du da? Ja. Oh. Und das nur wegen zwei scheiß Titanen fangen, ey. Meine Fresse. Schön. Dumme Kuh. そうだな。昔々ある所に人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ。人間の一族だ。また始まったよ。分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、その肉を食っていたんだ。というわけで、 その一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビーンだ。 Ja, die Antje ist schon ein bisschen verrückt. Oh, Zeit, ein D. Ja, und nur ein B, oh mein Gott. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe zweimal S für das und das. Aber wie hätte ich das denn mit Zeit nochmal schneller hinbekommen sollen, ne? Ganz ehrlich, ja, dumm kleinen Wichser. Okay, neue Ausrüstung. Sehr schön. Endlich können wir mal neue Sachen kaufen. So. Wir kriegen aber trotzdem. Oh, Regimegelder 16. Noch was, ne? Schon mal sehr gut. So, diesmal leider kein S-Rang. Kann man nichts gegen tun. Das soll es aber auch für den Part schon wieder gewesen sein. Er wurde dann noch etwas länger. Von daher sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bye, bye und tschüss.